Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Make-up-Video und zwar habe ich mir überlegt, dass ich so einen herbstlichen Look schminke, wo ich denke, dass das so in die herbstliche Richtung geht. Und ja, ich benutze dafür die einzigsten zwei Paletten, die ich habe. Und zwar einmal von Essence Follow Your Heart. Da gibt es so einen, der in der zweiten Reihe, ganz hinten der, Rich Copper. Das ist für mich so, geht so für mich in die herbstliche Richtung. Und den werde ich versuchen einzubauen mit der Palette Next Gen Nudes von Catrice. Da werde ich so Basic benutzen. Ich werde gucken, dass ich hier so in die Bronze-Glitzertöne reingehe. Ja, Beauty werde ich versuchen zu nutzen. Und was ich dann auch versuchen werde, ist, mit dem dünnen Pinsel werde ich versuchen, mit dem schwarzen Brave, werde ich versuchen, mir so einen Fake-Eyeliner irgendwie zu machen und halt es irgendwie da am Wimpernkranz dunkler zu machen. Denn ich... Den Eyeliner, den ich habe, das ist ein flüssiger und da kriege ich es echt nicht geschissen mit. Also von daher, das habe ich gestern schon ausprobiert und vor 2 Tagen und das sieht einfach wie gekotzt und geschissen aus und das, ne. Das tue ich mir nicht, aber ich habe vor, diesen Look auch für den Tag dann zu tragen und das werde ich mir ganz bestimmt nicht antun, so bescheuert rumzulaufen. Nee, deshalb bin ich eher so auf der sicheren Seite. Alright, also ich werde jetzt zuerst nicht meine Hose versauen, dann werde ich gucken, dass ich mit dem Basic mir auf beiden, und ich wundere, ich habe schon Mascara drauf, weil ich war schon unterwegs und da wollte ich jetzt nicht so, ja, mehr aussehen, deshalb hoffe ich, das geht so. Und noch ein kleines Update wegen meinem Auge, wie ihr seht oder irgendwie erkennen könnt, ist das Ding immer noch da, das ist halt, ja, es war ein Gerstenkorn und das ist halt immer noch nicht weg. Und da habe ich endlich am 12. November einen Termin. Da wird das operativ entfernt. Denn das hat der Arzt auch schon gesagt. Wenn das jetzt immer noch nicht weg ist, dann muss halt ein kleiner Schnitt gemacht werden. Und ohne Scheiß, Leute, ich freue mich wie Bolle darauf. Weil, ich meine, ich habe Bilder gesehen von am Anfang vom Jahr und ich habe mich so gut gefühlt. Und endlich war ich einfach mit allem zufrieden. Und dann kommt sowas und ich denke, okay, ich freue dich nicht so doll, ansonsten kommt wieder irgendwie so ein Schlag. Also, naja. So. Ich hoffe, ich kriege das nochmal irgendwie so hin, dass das ich hier nicht komplett weg bin, damit ihr auch wirklich seht, was ich tue. Also, zuerst drehe ich mit dem Basic drüber. Dann muss ich gucken. Ich denke, das dürfte jetzt in Ordnung sein. Also ich meine, klar, man sieht auf jeden Fall, dass das Auge, wie man es dreht und wendet, im Moment halt natürlich berötet ist und so. Und ich habe gerade das Gesicht so ein bisschen verzogen, als ich hier drauf rumgemacht habe. Es tut nicht weh. Ich meine, da ist irgendwas drin, deshalb ist das so ein Hubbel und deshalb, klar, merkt man das auch auf dem Auge selbst, wenn man drauf drückt. Deshalb, das tut jetzt nicht weh. Unangenehm ist es auch nicht gerade. Ich meine, so wenn ich jetzt so rumrenne, merke ich das Ding nicht. Aber irgendwann ist der Körper merkt, dass irgendwas nicht richtig ist. Halt. Ja, macht euch keinen Kopf. Genau. Ich denke, ich benutze jetzt Beauty und Linda und den werde ich versuchen, so in meine Lidfalte einzuarbeiten und hinten, da halt, die Wörter und die, also irgendwann, ne, müssen sie das mal drauf haben.
Okay, ich mag es soweit, soweit wie ich sehe. Okay. Ich muss halt überlegen, ob ich, weil bei dem Auge, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber da ist am Richtung Wimpernkranz ist da halt noch etwas heller und bei dem Auge halt eher nicht, weil das hier durch das andere Ding da verdeckt wird. Deshalb ist das halt momentan sehr schwer und ich werde nicht hingehen und hier irgendwelchen Highlighter versuchen drauf zu machen, denn wenn ich das tue, ist der Fokus nur auf dem Auge und auf dem Ding da und man sieht halt eigentlich nicht mehr irgendwas Schönes. Deshalb werde ich versuchen, das irgendwie zu umgehen. Und so, jetzt gucke ich mal, dass. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier irgendwie noch den Copper, Rich Copper habe. Jetzt werde ich gucken, dass ich hier diesen Rich Copper noch irgendwie hier einbauen kann. Und ich hätte diesen Spiegel von vor Anfang an benutzen sollen. Hier, dass ich die Farbe Bold benutze. Das ist so ein Glitzerton und den werde ich dann halt auch hinten in meine hier hinten reintun. Das sieht ganz cool aus. Und hinten gehighlightet ist anstatt, sage ich jetzt nach vorne und Mitte. Ist so der Look. Jetzt werde ich versuchen, mit diesem Schwarzton, mit dem Grey Schwarzton, mit ganz, ganz dunklen, werde ich hingehen mit dem dünnen Pinsel und werde versuchen, hier ist ja irgendwie so ein Fake-Lidstrich reinzutun. Moment. Erst rechts, weil wenn rechts funktioniert mit dem Knüppel, funktioniert links auch ohne. Das ist so meine momentane Devise für alles. Yes. Da muss ich gleich nur noch mal ein bisschen Mascara drüber gehen. Dann hat es. Scheiße. Mach ich das jetzt von der Seite? Das kriegt nichts, dich jetzt hinzukriegen. Leute, dann würde ich mal sagen, lasse ich das jetzt so. Ich habe eine Mascara hier. Ich habe gedacht, ich habe keinen Mascara hier. Aber wenn ich ja da habe, dann gehen wir das jetzt doch mal nach. Auf beiden Seiten. Dann würde ich sagen, was ist das für ein Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es ist nicht zu komisch, mich gerade so hier sitzen zu sehen ohne Brille. Ich habe gerade keine Lust, die anzuziehen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben.
Vergesst auch nicht zu abonnieren und vergesst auch nicht die Glocke einzuschalten, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Bye!